Das ist ja mal ein gelungenes Derby. Schalke gegen Dortmund. Dortmund gegen Schalke. So. 2-2. Also erst führt Schalke 1-0. Dann kommt der Ausgleich. Dann das 2-1 von Dortmund. Und dann wieder das 2-2 von Schalke. Und da ist noch viel drin in dieser Partie. Die haben noch Kraft. Großkreuz. Und jeder Schuss von Schalke ging aufs Tor. Das waren 3. 2 gingen sogar ins Tor. Und bei den Dortmundern gingen auch 3 aufs Tor. 2 ins Tor. Und noch 2. Und noch 3. Und noch 2 neben das Tor. Also nicht aufs Tor. Schein. Großkreuz. Einwurf für die Schalke. Uschida. Raoul schön weitergeleitet auf Fafan. Aber Schmelzer dazwischen. Über das. Raoul gut auf Fafan. Subotic ist aber da. Und spielt auf Barrios. Jetzt Großkreuz. Und jetzt muss er doch gleich spielen. Da hat Götzig sonst keine Chance da vorne. Huntelaar. Hummels holt sich da gut den Ball ohne Foul. Aber jetzt war es ein Foul. Hätte man aber auch Vorteil pfeifen können, da das Silva da den Ball noch gehabt hätte. Da sich da das Silva den Ball holen. Hätte können. Sobi, ich komme jetzt für Hummels. Hummels wurde gerade gefoult, vielleicht war es auch eine Verletzung, vielleicht war es aber auch eine taktisch bedingte Auswechslung. Barrios. Hövedes klärt. Und Foulspieler an Hövedes. Und da gehen die aufeinander los. Hövedes und Metzelder sind da fest in Aktion nach diesem Foul. Da gehen 3 Mann auf einen los. Und jetzt kommt Karis Diaz für Kluge und Zidane für Bender. Zidane hatten wir ja schon im Europacup mit sehr guter Erfahrung. Wir hatten ja mit Zidane im Europacup sehr gute Erfahrung gemacht. Der hatte ja das Joker-Tor geschossen, das dann noch ins Elfmeterschießen führte. Aber dann traf er ausgerechnet nicht im Elfmeterschießen und deshalb ist Dortmund ausgeschieden. Aber naja, jetzt erstmal zu diesem Spiel. Der Ball geht jetzt aus, nichts mehr Huntelaar und Einwurf für die Dortmunder. Das Silva geht für Kehl und Baumjohann kommt für Jurado. Zidane. Wieder geklärt mit Zelder. Fafan. Anan. Jetzt sind die beiden Neukäufe. Nicht alle Neukäufe, aber 2 der Neukäufe sind jetzt im Spiel. Karis Diaz und Anan. Sapai kommt jetzt für Uchida. Der Oldstar. Großkreuz. Schein. Und wie hast du das schon so schön gesagt? Ja, der Sapai, der kommt dann nicht mit den anderen mit. Der ist doch schon viel zu alt. Oder irgendwie so. Da habe ich auch erstmal lachen müssen. Fafan. Großkreuz. Fafan hat da Probleme mit Großkreuz. Subotic. Holt sich da den Ball von Sapai. Großkreuz muss. Spielt doch gleich. Da auf Barrios. Aber jetzt haben sie wenigstens noch einen Einwurf rausgeholt. Shahin. Bleibt da erstmal stehen. Und jetzt Einwurf für die Dortmunder. Und jetzt wieder Einwurf für die Dortmunder. Die kommen doch nicht mehr weg. So, jetzt mit dem langen Einwurf. Großkreuz auf Götze. Metzelder war dazwischen. Fafan. Jetzt mal der Konter. Fafan. Einwurf für Schalke.
gut von Fafana auf Karistios. Aber Karistios war zu schnell. Barrios auf Zidane. Zidane spielt doch gleich in die Mitte auf Barrios. Ah, das war nicht Barrios. Kehl. Kehl, der zieht da mal ab. Aber nix war's mit schönen Schüssen. Nix war's mit schönem Schuss. Neuer mit dem Abstoß. Şahin vor Baumjohann am Ball. Somit die Dortmunder im Ballbesitz. Gut von Baumjohann. Anan. Karisteas. Karisteas. Oh. Da hätte das 3-2 jetzt durchaus fallen können. Anan mit dem langen Einwurf auf Baumjohann. Geklärt. So, jetzt sind es noch nur noch ein paar Minuten und es ist spannend. Metzel da. Auf Karisteas gut gespielt. Spiel doch ab oder lauf für die Flanke. Fischcheck klärt. Schmitz. Huntela noch. Huntela zieht ab. Kein Problem für Weinfeller. Der schlägt hoch aus. Hoch und schnell. Anna. Spiel doch da durch. Und jetzt Einwurf für die Schalker. Sapai. Sapai. Setz dich da noch gegen den jungen Großkreuz durch. Raul hätte das da besser lösen können. Şahin. Und jetzt muss das Tor fallen. Der letzte Angriff ist auf der Dortmunder Seite. Höwedes klärt nochmal zum Einwurf. Großkreuz mit dem langen Einwurf. Auf Kehl. Fafan dazwischen. Karisteas. Und jetzt ist es vorbei. 2-2 trennen sich Dortmund und Schalke. Also das zweite 2-2 für Mr. Money Frog. Also dann bis zum nächsten Spiel. Lenny Player 2 gegen The Sidekick 007 oder Schalke gegen Dortmund. In der Veltins Arena bei meinem Kollegen. Bis dahin.